Showakt, nenne ich es mal. Zuerst beginnen wir mit einer lyrischen Introduktion. Und zwar, ich setze mich hin. Und zwar, folgendes. Es hat vorhin beim offiziellen Teil noch ein kleines, ja, aber ich bin da jetzt nicht so kokett. Es ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar, es gibt seit diesem Jahr vom Kultusministerium Baden-Württemberg eine Regelung, die besagt, dass wenn der Scheffelpreisträger an eine junge Dame vergeben wird, dann muss auch gleichzeitig ein Junge den Scheffelpreis bekommen. Und das ist aber noch inoffiziell, deshalb machen wir das jetzt auch im inoffiziellen Teil. Und was wollte ich sagen? Ja, also das war so, ich habe mir mal einen Aufsatz geschrieben, es war im Deutschunterricht und es war ganz gut. Weil, ja, also es ging um Folgendes. Franz Kafka ist ja noch bekannt, also ich schließe mich hier auch der Parabel von der weiblichen Scheffelpreisträgerin an. Und es wurde ein Cut gemacht nach einer Szene und man sollte im Unterricht, weil dann die Aufgabe schreibt, hier weiter. Und es ist die Szene, ja, das soll man dann beschreiben, wie Kafka, Entschuldigung, Josef K. heißt er, Josef K. Punkt zur Elsa geht. Und man weiß, der will eigentlich bei ihr, macht er seine allwöchentliche Trainingsstunde, nenn ich es mal. Ja, genau, das macht er da und man weiß halt, zwischen denen knistert es ziemlich, zwischen Josef K. und Elsa. Und ich frage mich, warum Elsa eigentlich nicht Elsa G. heißt, weil. Aber ist ja jetzt auch wurscht, bringt uns gar nicht weiter. Ich fange jetzt mal an, habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte? Ich glaube schon, ja. Also jetzt kommen wir dann zum Vortrag, denn hat zum Glück der Marco noch gehabt. Also ich war nämlich ganz schlau, das ist nämlich gar nicht von mir, sondern von Franz Kafka. Sondern von Franz Kafka höchstpersönlich, das habe ich. Bin nämlich zu Hause mit dem Rasenmäher gefahren, auf der Allfelder Aue, rum, sehe da was Weißes, denke mir an, dass die Nachbarschneekatze. Und dann war es aber das Manuskript, das unveröffentlichte Manuskript Franz Kafkas zu dieser Szene. Und ich habe sie. Und das haben die aber nicht gewusst. Ich habe einen Preis und die können wir jetzt auch nicht mehr erkennen. Ich darf nur sein Eintrag Kafka in Soundcloud, das ist schlimm. Ja, und was ich noch sagen wollte, das war halt, man hat einen Preis nur bekommen, wenn man eine 1 geschrieben hat, in der schriftlichen Abiturprüfung in Deutsch. Als vorher, dachte sich Kafka. Und die Regale
voll, stapelweise, übereinander geordnete Kochbücher, in denen noch nach festen, unumschreiblichen Regeln bis ins kleinste Detail haargenau beschrieben steht, wie das Gericht zuzubereitet werden muss, damit auch ja kein Haar in der Suppe landet. Der Herd begann sich nun zu erheben und die Töpfe und das Geschirr drumherum, die Mikrowelle und natürlich Elsa folgten. Der Küchenbedienstete begann hastig, sogleich die Worte des Koches aufzufassen, indem er die sehr kohlenhydratreichhaltigen Nudelbuchstaben auf das Backblech legte, welches im Ofen die Buchstaben buch. So steht es im Kochbuch. Karl hatte das Gefühl, die ganze Küche verlangte von ihm, dass er ebenfalls aufstand. Und sie begannen, vor dem kleinen Rednertisch, der vor Karl stand, ein Gebet zu sprechen. Amen. In Ewigkeit. Amen, antwortete Karl. Keine Verwandte oder Bekannte anwesend, weder verschwägert, verbrüdert? Nein, antwortete Karl. Außer Elsa. Ist ja nur die Kellnerin, antwortete der Koch. Sie dient ja nicht nur dem Koch, sondern der ganzen Küche. Ohne sie wäre es sehr kalt, denn sie versteht es, die Temperatur so richtig kochen zu lassen. Der Kochtopf pfiff laut auf, als Elsa ihren Küchenscherz auszog. War nur ein Scherz, sagte Elsa und zog ihn gleich darauf wieder an. Sie hatte bemerkt, dass K. auf das schielte, auf das immer noch starrte, was sich im tieferen Sinne dieses Küchenscherzes, also ihres Scherzes in der Küche, den mittlerweile jeder verstand, befand. Schade, dass die Pflicht darauf besteht, dass Elsa diesen Stoff tragen muss, aber so will es das Kochbuch. Hier steht geschrieben, dass der Käse muss gerieben, dass das Wasser erst muss sieden, dann die Nudeln und zwar nur sieben in den Sieb müssen, antwortete Elsa. Als hätte sie Karls Gedanken ausgesaugt, gefressen, verdaut und die passende Antwort darauf wüsste. Elsa, Elsa, du bist das Salz in meiner Suppe und du die Spucke. Was, Elsa, mein Schatz, was ist bloß in dich hineingefahren? Ich wünschte, du wärst es gewesen. Solange nun warte ich auf deine Füllung, bin hungrig, ausgehungert, verhungert, es dürstet mich sehr. Nach einem deiner köstlichen Tränke. Auf was hättest du denn Liste oder Lust, Elsa? Zwei Eier ohne Schale, aber mit Soße. Karl. An was denkt sie immer? Oh, mein Zuckerstückchen, bald wirst du wieder satt sein. Satt wie von einem Salatblatt, vielleicht, denkt sich K., aber mehr auch nicht. Sie wird doch immer hungrig sein. Der Koch. Heißt das, Sie wollen die Schuld von sich auf unsere Fräulein Kellner schieben? Wie bitte? Ruhe im Saal! Dockte der Koch mit dem Kochlöffel auf den Topf. Jetzt werden Beweise gesucht und gefunden werden. Der Küchenjunge, welcher sich im Buchstabensalat verfangen hatte, hob den einen Topf, auf den der Koch geklopft hatte, hoch. Darunter lag ein Zettel, auf dem stand K. schuldig, abfüllen. Ach, das gute alte Topfschlagen, brummte der Kühlschrank.